Hallo, hier ist Jana auf meiner Mission Ordnung. Allerdings gibt es heute kein Ordnungsvideo. Ich weiß, dass ich schon länger nichts mehr an Videos gepostet habe. Das liegt einfach ein bisschen daran, dass mir gerade die Zeit fehlt. Jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme euch mal heute mit auf unsere Wien-Reise. Wir haben meiner Mutter das zum Geburtstag geschenkt. Das heißt, mein Bruder wird auch mit dabei sein. Wir starten jetzt dann, sind quasi schon im Aufbruch. Morgen. Wahrscheinlich hast du viele Schuhe dabei, ne? Ich habe nur die Schuhe, die ich anhabe. Die Klamotten. Ja. Früher musste man dann immer die Pässe zu dem Fahrer geben. Da fährt man einfach durch. Aus dieser Zeit. Jetzt fliegen sie alle, siehst du? Nee, danke. Die Schallerburg ist da oben. Sieht man gar nicht wirklich. Ganz schön viele, viele verschiedene, oder? Da ist ein Aldi. Das heißt nur Hofer. Da ist wieder nicht aufgepasst. In welchem Wiener Bezirk nicht? In Meindling. Ja, Meindling, genau. Da ist der Eingang. Wir sind jetzt hier im Apartment in Wien angekommen. Das ist die Eingangstür. Dann ist hier eine Garderobe und ein ziemlich doch neues Bad. Muss man sagen, sieht ganz okay aus. Dann kommen wir hier in das Doppelzimmer, was dann Robert und mir gehören wird. Und hier ist anscheinend noch eine Toilette. Hinterm Klo kommt noch die Waschmaschine. Ja. Da ist die Waschmaschine und Ventilator hatten wir auch noch. Hier ist jetzt nur die Toilette und dann ist hier nochmal so eine Treppe. In diesem Zimmer ist noch ein Doppelbett. Mein Bruder wird allerdings nicht mit meiner Mutter hier drin schlafen, weil meine Mutter nämlich schnarcht. Und dann müsste hier oben das Wohnzimmer sein. Wohnzimmer mit Fernseher und kleine Küchenzeile mit Sitzecke. Was ist mit der Terrasse? Terrasse, kommt draußen. Da ist der Fahrstuhl, Küche oder so. Das hier ist der Blick von unserer Terrasse aus. Okay, mein Bruder versucht ins Internet zu kommen. Robert war schon fertig. Möchte jemand Kaffee und ein Stück Kuchen? Mama, reinkommen! Ich will auch mit! Wow. Wir haben beschlossen, dass wir jetzt erstmal einkaufen gehen. Da vorne ist ein Interspar und wir haben ja das Apartment. Das heißt, wir können uns abends und zum Frühstück selber was zu essen machen, wenn wir nicht unterwegs sind. Und jetzt kaufen wir erstmal ein. Ich versuch's mal. Könnt ihr euch nicht entscheiden? Du kleiner Zipfer, dann bestimmen wir. Moment. Noch bin ich nicht bereit. Jetzt wird erstmal hier getuned. Oh, jetzt habe ich mich ablenken lassen und bei der 2 nicht gedrückt. Das war doch erstmal die Taktik. Nein, ich habe die verpasst. Nein, mich hat jemand abgeschossen. Mit Blut. Ich sehe nichts. Ah, da sind Kühe im Gehen. Ich habe Kuh abgeschossen. Geht das überhaupt? Ja. Ach, gegen die Kuh gefahren. Sehr gut. Ich kann in der Jascha schon im Ziel. Hä? Laufen. Warte mal, wir haben doch noch gar keine 3 Runden gemacht. Klar. Ach Leute, ich war vorher Erster, hallo? Nein, was ist das für eine Scheiße? So ein Reifenstapel? Der Yoshi, was? Ich weiß nicht, ich bin auch klein. Oh toll, ey, so schlecht war ich die ganze Zeit nicht. Ja, das ist, weil jetzt, wo du filmst, streng ich mich halt mal an. Ja, genau. Die schmutzigen Teller waschen bitte. Kann ich schnell jemand abgeben? Kann ich schnell jemand abgeben? Guck. Oh.
das war so knapp. Du hast ja nichts verloren, Yoshi. Oh Mann. Das Fleisch. Wir verlieren Zeit. Grill das Fleisch aus den Geschichten. Von der Automat. Sag mal, kannst du mal aufhören? Lass mich auf das Fleisch! Das wäre sonst angebrannt. Was machst du denn hier, Robert? Kannst du mal aufhören, mich mal zur Seite zu schubsen? Was soll denn jetzt? Jascha, trinkst du auch Räuberstee? Nee. Naja, gut. Heute ist unser erster voller Tag in Wien. Und wie man sehen kann, ist das Wetter jetzt nicht ganz so prickelnd, wobei wir auch Sonne haben, was ja schon mal nicht schlecht ist. Was man im Moment gerade nicht unbedingt mitbekommt, es ist extrem windig. Auf der gegenüberliegenden Hausseite ist auch schon eine Dachziegel vom Dach runtergerutscht und hängt da jetzt so. Ist schon heftig. Wir sind mal gespannt, wie das heute wird, wenn wir Sightseeing machen. Und der Himmel da hinten ist so furchtbar dunkel. Ja, da haben wir jetzt nicht ganz Glück gehabt, denn wir sind gerade rausgelaufen und es ist nicht nur stürmisch, sondern regnet gerade auch übelst. Ich habe extra keinen Schirm mitgenommen, weil der bei dem Wind sowieso nicht helfen würde. Puh, wir sind gerade fast weggeweht sozusagen. Jetzt laufen wir hier an der Hauswand lang, dass es uns nicht so wegfegt, und suchen die U-Bahn-Haltestelle, damit wir uns unser Ticket kaufen können, und dann sind wir hoffentlich irgendwo drinne und werden nicht noch nasser. Das hat nicht ganz funktioniert mit dem nicht nass werden. Ich sehe kaum noch was. Nee. Jetzt machen wir diesen kleinen Puschel-Fell aus meinem Gesicht raus. Man geht immer rechts. Hier ist sogar eine rote Linie am Boden. Rechts ist die Mitte. Der Notausgang bleibt auf. Nee, der geht auch zu. Also sind alle Fenster wieder zugegangen, nur nicht die von meiner Mutter vom Notausgang hier. Aber dann sieht man wenigstens was. Und hier ist anscheinend das Parlament und hier ist der Bundes- und Nationalrat. Okay, ui! Auf dieser Strecke führen wir Sie zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten entlang der Donau und des Donaukanals. Dies ist die Haltestelle MAG, Wien-Mitte. Hier ist der Stadtbad, Leute. Da. Wir haben jetzt eine volle Runde auf der roten Linie vom Hop-On-Hop-Off-Bus gedreht. Guck mal, Kaffee hoch. Und laufen jetzt erstmal zum Time Travel. Das ist irgendwie so ein Fahrgeschäft, wo man Wien in verschiedenen Epochen mitbekommt. Ne? Zeitepochen. Ja. Und es ist jetzt wieder deutlich angenehmer, nicht mehr ganz so windig, es regnet nicht. Es wird sogar richtig klar, keine Wolken mehr am Himmel. Jetzt hoffen wir mal, das bleibt so, denn es war sehr ungemütlich vorher. Meine Frisur hat auch gelitten. Wir haben alle gelitten. Ja. Weihnachtsdeko. Ich glaube, wir müssen dann nach links. Aber sicher bin ich mir nicht. Ja, da sind wir auch schon an einem vorbeigefahren mit dem Bus. Da stand auch schon Wiener Würstel dran. Wir können ja Wiener Schnitzel futtern oder sowas. Das ist mal eine Weihnachtsdeko hier. Die verkaufen das nicht, sondern das ist denen ihre Deko. Die verkaufen nämlich eigentlich Brot. Und wir sind immer noch nicht beim Time Travel angekommen. Wir sind noch auf der Suche. Schöne alte Häuser. Das hier ist der Stephansdom. Wir haben Time Travel zwar gefunden, aber waren keine Plätze mehr frei. Das heißt, wir haben verspäteter Karten und jetzt suchen wir erstmal was zum Essen. Lecker essen. Es ist zwar noch ein bisschen windig, aber dafür ist jetzt die Sonne draußen, wie man sehen kann. Und wir gehen jetzt mal hier in den Stephansdom, nachdem wir jetzt was gefuttert haben. So, jetzt kommen wir hier rein. Auf der linken Seite kann man rein. Pfui, da oben pfui, so viel Staub. Wo ist er?
Wir sind hier gerade im Stephansdom und das sieht jetzt hier so leer aus, weil wir mit unserem Vienna-Pass nämlich hier rein durften. Also sonst muss man dafür extra zahlen. Und wenn ich mich gleich umdrehe, ich warte nur noch ein bisschen, damit man die Leute nicht so ganz gut sehen kann, dann sieht man nämlich, kleinen Moment, ich drehe mich mal ganz langsam, dass euch nicht schwindelig wird. Da hinten, hinter diesem Zaun, stehen die ganzen Leute und dürfen hier nicht reinkommen, wenn sie nicht extra zahlen. Kirchenvideos machen ist mir suspekt. Eigentlich finde ich Kirchen... Die sind nicht die einzigen. Aber Kirchen sind irgendwie eher unheimlich. So, weißt, eigentlich sollte es so, hey, yeah, wir loben unseren Herrn und blöd. Bloß voll ruhig, unheimlich, keiner traut sich zu reden. Ja, sieht voll gruselig aus. Normal. Es sind immer nur Gruselfilme, die in Kirchen stattfinden. Das war ein Schwachsinn. Lieber so einen amerikanischen Happy Day Gottesdienst. Wir gucken mal, was die Ute dazu sagt. Ute, was sagst du dazu? Zu der Kirche? Schön. Yoshi sagt, dass Kirchen unheimlich sind. Nee, ich finde sie schön und imposant. Ziemlich groß und nicht so überladen. Ich muss mal gerade aufzeichnen, wie doll der Wind geht. Das sieht man Utes Hahn ganz gut. Wir sind jetzt hier gerade bei der Hofburg. Da gibt es auch die Österreichische Nationalbibliothek. Wir sind hier im Prunksaal in der Österreichischen Nationalbibliothek. Es riecht auf jeden Fall nach alten Büchern. Und die haben hier auch eine Ausstellung zum Thema 300 Jahre Freimaurer. Wir waren jetzt gerade im Time Travel und es ist definitiv was, was man mit Kindern machen kann, aber jetzt für Erwachsene würde ich sagen, nee, muss man jetzt nicht so viel Geld für ausgeben. Oh, Vorsicht, Auto! Und ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall zurück zur Oper, weil da ist nämlich irgendwo das Sacherhotel und dann wollen wir eine Wiener Melange, rechts rum, Wiener Melange und eine Sachertorte futtern. Taxi oder wir? Irgendwer spielt Musik. Wir müssen nur gucken, wo wir hinlaufen. Wie schön entgegenlaufen. Das hier ist das. Und man sieht hier die lange Schlange, weil eigentlich wollten wir dort einen Kaffee trinken gehen, aber wird wohl nicht. Ja, das sieht man doch. Das ist der Wiener Apfelstrudel und das ist eine Wiener Melange. Bitte schön, was isst man sonst, wenn man in Wien ist? Wie war das? Moor im Schlafrock, Moor im Hemd, mit Schlagobers. Und ich habe Fett mit Früchten. Na toll, startet er sein Auto, während ich die Kamera anmache. Voller Tag 2 in Wien. Wir sind gerade auf dem Weg zur U-Bahn. Heute hat es auch schon geregnet, aber im Moment sieht es ganz gut aus. Problem an der Sache ist, es ist furchtbar kalt. Also auf jeden Fall kälter als gestern. Sowas wie Handschuhe oder so habe ich nicht dabei. Aber es gibt ja so viele Handschuhläden, haben wir festgestellt. Wir könnten uns also jede Menge Handschuhe kaufen. Ich glaube auch nicht. Ja, und jetzt werden wir mal in die Stadt fahren und sowas wie Brater machen. 100 Wasserhaus, Madame Tussauds, schauen wir mal. Wir sind gerade hier aus dieser U-Bahn-Station raus und leider hat es angefangen zu regnen wieder. Naja, ein bisschen Niedel. Wir schauen mal, dass wir jetzt wo reingehen. Schauen uns einmal das 100-Wasserhaus an. Hier ist aber nicht so schön, hä? Von der Seite. Bist du gar nicht mit hochgegangen? Da ist er.
Lasst uns in das Village reingehen. Hier gibt es wieder Kugeln mit allen möglichen Ständen. Ja, durch den Sturm. Radetzkyplatz. Wir glauben, dass wir hier lang müssen. Schauen wir mal. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt noch mal eine Aufnahme, bevor wir dann fahren, weil ich denke, dann wird der Wind noch ein bisschen stärker. Wie gehen jetzt alle rein? Ja. Ja, genau. Okay, wir erzählen mal den Leuten gerade. Also wir waren da beim 100-Wasserhaus. Oh, scheiße. Okay, es ist vorbei, glaube ich. Und was ich gerade erzählen wollte, wir waren beim 100-Wasserhaus. Und da waren lauter Italiener, überhaupt war es sehr voll. Und einer hat meinem Bruder nachgestellt und hat dann nach seinem Namen fragen lassen, aber von so einem anderen Typen. Und dann hat sie gesagt, was? Ciao amore. Aber im Sommer wäre hier alles voll, da wären auch die Sitze voll und so. Ah, da sitzt du voll in der Sonne, Yoshi, wenn du willst. Ah, Yoshi hat zum Trinken kommen. Wir machen gerade Video, bitte nicht Foto. Damit wir auch mal mit drauf sind, sonst sind immer nur die anderen mit drauf, weißt du? Prost, warte. Jetzt kommt gleich ein Gebäude, was auch von 100 Wasser designt wurde, aber irgendwie Müllverbrennung. Ich habe mir jetzt so einen Regencape drüber gezogen, einfach nur. Normalerweise machen Maurer doch alles kalt mit Yoshi Kapuze auf. Kommst du mit, Robert? Mit runter? Aber die Decken müssen wir doch hier lassen, oder nicht? Die Animation da oben ist ein Bildschirm. Heute eine Volkshochschule, Sternwarte und Kino gebracht. Es gibt wahrscheinlich viele Wege. Und da ist das Riesenrad. Die Fahrt auf dem Riesenrad ist auch mit dabei in dem Vienna City Pass. Genau auch wie die Bootstour, die wir gemacht haben. Es ist Montag heute. Nicht ganz so viel los. Das ist auch nicht schlecht, weil dann müssen wir hoffentlich nicht so lang anstehen. Madame Tussauds ist da. Ja genau, da gehen wir nachher hin. Wir sind jetzt hier unten im Riesenrad drin, haben quasi mit unserem Vienna Pass eingecheckt und da sind jetzt die Gondeln, die ja auch am Riesenrad dran sind, aber mit irgendwelchen Szenen nachgestellt aus der Geschichte. Oh ja, Ute, da ist der Stephansdom. Sind mal wieder mit dem Bus ein Stückchen weiter gefahren, Hop-on-Hop-off-Bus und sind jetzt hier am Donautower, dem höchsten Gebäude in Wien, 250 Meter. So hoch ist der. Das ist anstrengend. Meine Ohren.
Ja, da sind wir ja gerade vorbeigefahren. Etwas frisch hier oben, aber man sieht gut. Es ist so furchtbar kalt. Meine Hände. Bei meinem Bruder bewegt sich an den Haaren nichts, weil er da Schleimzeug drin hat. Bei dem sieht man das nicht so. Sahnetorte. Und die Ute klaut sich meine Sahne. Ne, wir müssen schon eine Runde rum. Jetzt sind wir zurück zum Prater gefahren. Man sieht schon, dass hier die Lichter angehen, weil es langsam dunkel wird, weil wir ja Madame Tussauds noch nicht gemacht haben. Und da gehen wir jetzt mal hin. Wir müssen heute Abend wirklich mal gucken, ob nicht der dritte Mann auf dem Stick ist. Sieht eindeutig netter aus, wenn es beleuchtet ist. Red mal mit ihr, nein Gott. Wir sind jetzt hier in Madame Tussauds, wie man vielleicht sehen kann. Und wir haben hier den Papst. Der Papst ist nicht viel größer als Ute. Hier sind auch einige, von denen wir keine Ahnung haben, weil das irgendwelche österreichischen Leute sind. So, wen haben wir denn hier? Frau Angela Merkel. Da. Naja, ich glaube, da war sie noch ein bisschen jünger. Und wir haben hier hinten Mahatma Gandhi, der wohl sehr klein war. Winzig klein quasi. Und mein Bruder macht Nachrichten? Nee, du bist ein Ticken größer. Nelson Mandela. Der sieht einfach nett aus, ne? Und hier haben wir den Dalai Lama. So, da schauen wir mal, wen wir sonst noch haben. Oh, da ist Obama. Ja, gut, dass du den Trump da nicht hingestellt hast. Hier sind die ganzen Musiker. Komme gleich. Was ist denn? Sigmund Freud. Oh, mein Bruder hat sich auf die Couch begeben. So sah wohl Sigmund Freud aus. Ute, schieß mal den Ball. Aber nicht ausrutschen. Sehr gut. Okay, wir nähern uns anscheinend den Musikstars. Elvis. Ute, willst du ein Foto mit Elvis? Na, Zuckerpuppe? Wo kommt sie denn hin? Die hat doch die Sissi gespielt, ne? Ja, Romy Schneider. Die sieht aber ein bisschen gruselig aus. Vor Brad Pitt. Was denn für ein Anker? Ach so. Oh, der war aber klein. Was dreht sich denn hier alles? Das Diana gar nicht. Oh, das sieht ja creepy aus. Tote Hose, selbst am Abend. Deswegen gehen wir jetzt wieder. Da ist das Riesenrad. Aber ansonsten geht hier nicht viel ab. Guten Morgen, Tag 3 und zwar voller Tag 3 in Wien und wir sind auf dem Weg zum Schloss Schönbrunn, wo wir uns so einiges angucken, weil es da nicht nur das Schloss gibt. Guten Morgen! Guten Morgen! An wen ist das alles gerichtet? Na, an alle, die auf YouTube zugucken. Hallo alle zusammen! Dann tauchen wir mal ein in die Welt der Habsburger. Okay, wir haben es geschafft, haben unser Tourticket. Ich glaube, die bauen ja schon den Weihnachtsbaum auf.
stehen ein paar Kutschen. Hallo, oder? Hier ist der Eingang. Besucherzentrum. Wir sind extra früh hier, kurz vor 10, weil nämlich dann die Schlangen noch nicht so lang sind, wobei im Sommer vermutlich auch schon viel los ist. Das Schloss macht um 8 Uhr schon auf und wir gehen jetzt zum Eingang, schauen uns das Schloss an. Leider durfte man im Schloss nicht filmen, also Fotos und Filmen war komplett verboten. Jetzt fährt auch leider diese Bahn nicht mehr, obwohl es eigentlich bis heute noch drin stand. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal die Strudelshow an, die Apfelstrudelshow quasi, wie der gemacht wird. Ich trinke jetzt, Mike. Pass doch mal auf. Ja, hier. Was denn? Wir sitzen jetzt unten im Strudelkeller und kriegen gleich eine Strudelshow. Ja. Und zudem, also das war alles in diesem Vienna-Pass mit drin. Und da ist ein kleines Stück Strudel, also wirklich klein. Also das hier sind jetzt 2 Stücke, ne? Also so ein Stück bekommt jeder mit in der Show mit drin. Und die Getränke muss man sich dann selber noch dazu kaufen. Und da hinten wird dann die Strudelshow stattfinden. So, das war die Strudelshow. Ich denke, dass wir jetzt nicht unbedingt dafür was gezahlt hätten, wenn es nicht in dem Pass mit drin gewesen wäre. Aber so fand ich es jetzt gar nicht schlecht, ganz witzig. Und so ein kleines Stück Apfelstrudel hat auch gereicht. Es ist jetzt 11 Uhr Vormittag, war quasi so eine Art zweites kleines Frühstück, wenn man so will. Jetzt sind wir im Kronprinzengarten, wo im Moment gerade nicht so wirklich viel blüht, weil natürlich nicht unbedingt die Jahreszeit. Ich denke mal, dass das hier auch sonst voller Blätter ist, wo man da durchlaufen kann. Ich denke, da werden wir wohl später noch hinkommen. Da rechts müsste der Tiergarten sein. Ah, ja, Tiergarten machen wir auch noch. Der ist nämlich auch hier auf dem Gelände Uberla. Und anscheinend der älteste der Welt. Europas? Habe ich nicht vorgelesen, der Welt? Ich habe vorgelesen, der Welt. Nee, das erfahren wir ja dann nochmal. Wir sind gerade oben auf der Aussichtsplattform. Und da sieht man wirklich ein bisschen mehr. Hier sind wir durchgelaufen. Da drüben war der Apfelstrudel, der Apfelstrudelshow. Das hier ist die Orangerie. Die soll wohl mit der von Versailles irgendwie am größten sein. Nee, die sind echt. Also Licht kriegen sie nicht viel, ne? Der Herbst ist fast rum, das heißt, die Bäume sind schon ziemlich kahl hier. Wir laufen gerade durch die Gartenanlagen. Morgen ist der 1. November. Heute ist Halloween. Boah, man könnte hier, wenn es dunkel ist, boah, da könntest du bestimmt voll geil so eine Halloween-Schnitzeljagd machen. Und der Yoshi wäre dann der rausspringt und die Leute erschreckt. Das ist mal weitläufig hier, würde ich sagen. Riesig. Hier gehen überall Wege rein. Und da sind wir gerade hergekommen. Ich laufe einfach mal den anderen hinterher. Das ist die römische Ruine. Und die Bäume sind hier alle an einer Seite komplett abgeschnitten. Mit die so eine Art Wand bilden und man eben das, was am Ende von dem Gang ist, noch sehen kann. Auch mit der Pferdekutsche kann man fahren, das kostet aber extra. Diese Ruine, diese römische, wurde extra so gebaut als Ruine, weil man das damals schick fand und irgendwie das auch die Vergänglichkeit des, wie war das, des Reichtums oder so zeigen kann, keine Ahnung. Also ganz schön viele Möwen, würde ich mal sagen, wo die alle herkommen. Hier sind wir gewesen, im Schloss. Wir konnten auch von drinnen ab und zu mal raus. Ein bisschen frisch, aber im Gegensatz zu den anderen Tagen jetzt nicht ganz so windig, deswegen auch nicht ganz so kalt. Und da hinten, hinterm Robert, ist auch der Tierpark Schönbrunn, wo wir jetzt als nächstes hingehen.
Okay, wir sind drin. Es gibt jetzt hier Panzernashörner, was man hier gut sehen kann. Die einzelnen Panzerschichten. Sieht doch auch aus wie ein Panzer, findest du nicht? Als ob es was dreht. Wir haben hier Berberaffen, die zusammengehalten werden mit Mähnenspringern. Und da oben sieht man zwei Affen sich lausen. Mitten in den Mähnenspringern. Da oben sitzen sie bei den Ziegen, die Affen. Die hier vorne lausen sich auch schwer beschäftigt. Sozialkontakte pflegen. Der Wind dreht das Teil schon ohne Wasser. Oh, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt bis hinkommt. Nein, es schafft es nicht. Der Wind ist stärker. Der Wind ist... es hat angehalten. Yay! Hoch. Hier hat das Wetter zum Laufen. Hat die Decke. Das ist Vater-Eisbär, oder? Aber er wirkt ein bisschen gelangweilt. Da sind ein paar Leute hinter Glas. Er hat aber ein gutes, großes Gehege. Da läuft eins. Nee, ich auch nicht. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Fischviech. Die haben aber ganz schön weite Wege dann, ne? Ja. Daraus werden Schmetterlinge, wenn verschiedene. Angeklebt halt. Ja, natürlich, damit man es sehen kann. Aber hier müssten auch Schmetterlinge drin sein, meine ich. Koala ist nämlich, oder wird nämlich eher deswegen Bär genannt, weil er so ausschaut wie ein Teddybär. Er ist allerdings im Gegensatz zu Bären ein Beutetier. Also es gibt ja bei den Säugetieren drei verschiedene Unterarten. Da gibt es zum Beispiel Plazentatiere, wie wir beispielsweise, wie die meisten Säugetiere eigentlich auf der Welt sonst noch. Dann gibt es die Beutetiere, beispielsweise eben auch schon Koalas, Kängurus auch, das sind auch dabei. Und daneben gibt es dann noch die Kloakentiere, beispielsweise das Schnabeltier. Das ist schon mal der erste Punkt, das heißt, also die Männchen sind meistens ein bisschen größer als die Weibchen. Zum Zweiten, Sie haben es vielleicht gerade gesehen, als die Schlägerin den Beriberi zur Waage rübergetragen hat, er hatte hier auf der Brust eine sogenannte Duftdrüse. Zusätzlich haben wir im Bild dann noch spezielle Mikroorganismen, die den Koalen dabei helfen, hervorragend diesen Eukalyptus abzubauen. Die Miralidi ist, glaube ich, soweit ich weiß, ungefähr 2000 geboren, das heißt, ist jetzt gute 17 Jahre alt. Koalas werden in der Regel 10 bis 12 Jahre alt. Im Winter frisst er lieber andere Eukalyptusarten als im Sommer. Okay, jetzt noch schnell ins Palmenhaus. Das ist dieses Teil hier. Wir waren gerade eben im Zoo, haben um 4 noch die Koala-Fütterung angeguckt. Und jetzt gehen wir noch schnell hier rein. Bevor wir da nicht mehr können. Also das Palmenhaus ist ja mal riesig. Da ist die Decke. Da oben. Und manche von den Palmen gehen fast bis oben hin. Und die haben ja anscheinend so eine Ausstellung für Halloween oder Herbst, besser gesagt, von Kürbissen. Und dann siehst du, welche Art von Kürbis es ist. So,
So sieht das dann aus mit dem Dach. Riesig. Anscheinend wird hier wird das genutzt, um ein Fotoshooting zu machen. Und ja, auch schon ziemlich alt, wie die das damals so hinbekommen haben. Interessant. Hier, wo wir jetzt sind, ist ein bisschen frischer. Ich gehe mal davon aus, dass die Pflanzen, die hier wachsen, ein bisschen niedrigere Temperaturen brauchen. Und in dem vorderen, wo man reinkommt, ist es relativ warm. Da bauen sie wieder das Fotoshooting auf. Gehen wir mal lieber hier lang. Dann sind wir nicht im Weg. Wenn man mal meine Hand dagegen nimmt, ist das ein Riesenblatt. Vielleicht kann man ein bisschen erkennen, dass meine Brille gerade beschlägt, denn wir sind jetzt hier im Warmhaus und da ist es doch noch mal ein bisschen, weißt du, ich filme mich selber, doch noch mal ein bisschen wärmer als gerade eben in dem Teil, der schon warm war, und der andere drüben war eben ein bisschen kälter. Scheint haben die hier drei Klimazonen. Hier drin ist etwas ungünstig mit dem Atmen. Von dem her habe ich auch kein Problem damit, wenn wir bald wieder hier draußen sind. Das hier sind die Außenfassade, die man draußen sehen kann. Und jetzt ein Halloween-Film, so ein Gruselfilm. Wow, ein Arm. Mich hat was angetropft. So, endlich wieder da, wo man ein bisschen besser atmen kann und es auch nicht mehr ganz so heiß ist. Aber es hängen ein paar Blätter ins Gesicht. So sieht das da oben aus. Ja, weil da das Auto steht. Robert ist krank. Gut, ja. Topfit wie immer, mach mal da. Ich bin auch hier tragen. Morgen. Heute ist Tote Hose in Wien, weil auch hier Feiertag. Ja, was denn? Ist doch Tote Hose. Kaum ein Mensch unterwegs. Und wir fahren heute wieder nach Hause. Bei uns ist auch Feiertag. Polizei. Ja. Feiertag kann man ja trotzdem gehen. Haben die zu? Nee, nur andere Öffnungszeiten, was meine ich. Also von der Stadt geht und dann ist man. Mittagessen an der österreichischen Gaststätte, kurz bevor der Grenze. Am Mondscheinsee heißt der, glaube ich, der See hier. Preise relativ teuer, aber mal. Ich nehme das gegrillte Lachsforelle. Ist ich noch am Sortieren? Mein Bruder in München rausgeschmissen. Der nimmt jetzt die U-Bahn.